Schüler, Studenten, Fachschüler, macht einen versicherten Minijob, ihr seid abgesichert in der gesetzlichen Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich hatte kürzlich ein Video gemacht, da ging es um 1071 Euro Erwerbsminderungsrente. Da war unsere Susi während dem Hochschulstudium, hat die einen Minijob gemacht, und zwar einen versicherten Minijob. Und im Ergebnis dieses Videos konnte ich nur feststellen, dass es tatsächlich absolut Sinn macht, dass sich alle Schülerinnen und Schüler, alle Hochschülerinnen und Hochschüler und auch Fachschüler, wenn es irgend möglich ist, doch in der gesetzlichen Rentenversicherung absichern sollten. Und das geht relativ einfach über einen Minijob, über einen ganz normalen versicherten Minijob. Seit 2013 sind die Minijobs grundsätzlich gesetzlich rentenversichert. Und der Vorteil bei einem Minijob liegt nicht nur darin, dass Sie schnelles Geld bekommen und das Sie ja auch sicherlich brauchen, ja, gar keine Frage, sondern der liegt darin, dass Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung gesichert sind für die Schicksale einer Erwerbsminderung. Wenn Sie also wenigstens 5 Jahre Beitragszeiten haben, und das kann man bei einem Minijob relativ schnell erreichen, wenn man, sagen wir mal, 5, 6 Jahre studiert, dann sind Sie über diesen Minijob abgesichert in einer Erwerbsminderungsrente. Das hätten Sie sonst nicht. Und ich höre leider öfters mal auch diesen Spruch, naja, die Rentenversicherungsbeiträge, da muss ich ja dann von meinem Minijob noch was davon bezahlen. Das, meine Damen und Herren, lasse ich als Argument nicht gelten, wenn man sich diesen super Erwerbsminderungsrentenschutz anguckt, den man sozusagen für relativ wenig Geld in der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt. Deshalb kann ich nur an alle appellieren, bitte machen Sie einen versicherten Minijob, wenn nur irgend möglich, denn ansonsten stehen Sie ohne Geld da, wenn Sie mal schwer krank werden. Und ich verspreche Ihnen eins, so günstig, wie Sie sich in der gesetzlichen Rentenversicherung gegen eine Erwerbsminderung absichern können, werden Sie das nicht bei einer privaten Versicherung bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.